aufbrechen. Sollte nicht ganz gut ausgerüstet sein, denke ich. Rechtsklick auf das Bild oder Porträt eines Helden, um ein detailliertes Menü aufzurufen, das die Ticks, Fähigkeiten und Resistenz eines Helden anzeigen. Da zum Beispiel. Waschzwang. Besessen von Sauberkeit. Plus 10 Präzision gegen Choiser. Plus 15 Schaden gegen Menschen. Und minus Stressschaden gegen Menschen. Okay. Ist ja gar nicht so scheiße. Der irgendwas? Eile mit Weile. Minus 4 Geschwindigkeit in erster Runde. Aber weniger Stressschaden. Das ist immer ein ziemlich guter. Hier schon gegen Betäuben. Geschicklichkeit. Kann im Dorf nicht beim Glücksspiel teilnehmen. Verdammt, jetzt habe ich vergessen, meine Helden zu benennen. Kann ich das noch? Ha! So, ich bin mal hier der Ritter, ne? So, ich glaube, das hatte ich schon mal gemacht. So, Guppi. Dann haben wir hier Rotfil. Und hier haben wir Shirley. So. Warum hat die eigentlich schon irgendwie Stress 20? Ist das eigentlich ein bisschen scheiße? Wieso habt ihr mich schon... Okay, ich will dahin. So, mein Inventar habe ich hier. Dann laufen wir mal. Alles hell, alles gut, kann ja nichts passieren. Eine unbenutzte Fackel. Ja, die nehme ich mit. Erforsche alle Räume um 90%. Ah, geht doch mal draufklicken. So. Streuschuss. Wie viel Lebensmittel haben wir? 8. Ich glaube, da mache ich einfach einen direkten Angriff. Na ja, gut, er kann schlecht bluten, das stimmt. Blendendes Licht. Blenden wir den nochmal. Betäubt. Sehr gut. Kann noch einer angreifen. Eifernde Anklage. Ein getötet und anderen stark verletzt. Die meisten Monster, die sterben, lassen Leichnam vorübergehend hin, so die nach einigen Runden von allein verschwinden. Du kannst Leichnam angreifen, sie schneller loszuwerden, doch manchmal ist es besser, Fernkampffähigkeiten, Stoß oder die schnelle Beseitigungsfähigkeit einiger Helden zu verwenden, um Leichnam zu vernichten. Monster, die mit Bluten, Gifter oder kritischer Treffer getötet werden, lassen keinen Leichnam zurück. Okay. Ah, deswegen rutscht jetzt noch nicht vor. Ah. Auf den hier mal. Mit dem ermutigenden Dunst. So. Alles tot. Bei den Leichnam findest du 800 Gold. Cool. Der Inhalt gehört dir. Landzuteil aus ferner Vergangenheit. So, ich will mal mit mir laufen. Oh, erkunden. Weil ich Erkunden plus habe. Alles klar. Ach, plus plus Erkunden sogar. So, hier habe ich einen Kampf vor mir. Muss irgendwie ziehen, danke. Irgendwas kann ich finden und einen Kampf habe ich vor mir am Ende. Ha. Schaufel. Wäre nicht doof. Toll. Das war natürlich nicht so viel. Bringen dich. Benutze noch mal eine Fackel. Wir haben ja eine bekommen. Ha! Überraschte Monster. Dö. Streuschuss. Alle drei habe ich bekommen. Bam! Und die Anklage. Blendendes Licht. Auf die da, ich glaube, die ist nämlich ziemlich stark. Danke, betäubt. Perfekt. Fernkampf. Was macht das? Gifttauch, 100% Grundwert. 4 Punkte Schaden. Oh, nice. Hier. Nimm. Wow. Das werden sie mal zuhören, tut's aber auch weh, Mann. Oh,
Moment mal, was ist das? Betäuben. Das ist natürlich Quatsch. Hier. Ich stärke dich. Nee, nicht Gruppenheilung. Nein. So, doch. Ich will den da heilen. Nicht vorziehen. Das ist uncool. Bam. Geht immer noch auf den. Ich verarsche. Gewöhnlich plus 20% Chance auf Schwächungseffekt. Minus 1 Geschicklichkeit. Sollte also nicht so sehr den Geschicklichkeitstypen nehmen dafür. So. Okay. Dem Raum ist wohl nix. Ich geh mal weiter nach oben geradeaus. Jetzt weiß ich aber nicht, was auf mich zukommt. Pfeift. Der Kleptomanie oder was? Jetzt behalte ich selber diese Blumen, habe ich mir redlich verdient. Na, schönen Dank. Hä? Ja, der Kleptomanie. Alter. Er startet natürlich direkt mit einem Helden, der Kleptomanie hat. Das ist doch ein schlichter Schatz. Es wird dunkel. Beeinflusst viele Mechaniken. Ja, okay. Ah, plus Beute habe ich aber dafür, wenn es dunkel ist. Und kritische Treffer des Spieler. Über überraschte Helden, Monster plus Monsterpräzision, Stress. Ah, okay. Krass. Also wenn man im dunklen Spiel kriegt man mehr Beute. Ah, gut zu wissen. Gezielter Schuss? Aha. Machen wir noch den gezielten Schuss. Ein betäubender Schlag auf diesen komischen Kultistenschläger. Ich bin ja nicht kein Bock, dass der abgeht. Ha, ausgewichen. Huh. So, eine solche Granate kann man auf die werfen. Kann man das blendende Licht noch auf die machen, damit die auch mal betäubt ist. Hey, das fand ich jetzt unfair. Gifthauch bluten heilen. Ne, der kann. Hab ich jetzt halt was zum Blenden auf die? Pö. Au. Au. Damals wird er vorne stehen. Göttliche Gnade. Heilen wir doch mal. Komm, fangen wir einfach mal mit dem hier an. Oh, 10! Krass! Krass! Wie kann ich eigentlich das denn nehmen, um den zu töten? Daneben! Oh oh, entsetzliche Beschwörung. 17 Stress bringt mir das und macht das Licht weniger. Wieder betäuben. Jo. Ach, mal eine Gruppenheilung. Jedem ein Gehalt. Ich kann mal aufhören, meine Leute zu töten. Finde ich gar nicht cool. Streuschuss, Pistolenschuss. Wenn auf den, aber ich will eigentlich lieber den da töten, dass ich weniger Schaden krieg. So viel Blut. Komm ich überhaupt bis dahin mit dem? Nö, ne? Tja, dann. Ne? Bam. So.
Jetzt muss ich zwischen mich mal an eine andere Stelle. Wir heilen den mal auf dem Bluten. Das ist ganz nett. Dann muss ich den mal heilen, dass er mir nicht verreckt. Und dann kann ich einen ganz normalen Angriff machen. Wenn er nicht ausweichen würde. Der wird dann auf jeden Fall noch dran sein, die Runde. Tot. So. Gewöhnlich. 4 Ausweichen. Widerstand gegen Betäuben, Widerstand gegen Bewegen. Nur Waffenknecht, aha. Nahrung, Onyx, Schwarze in der Nacht. Wer hat die 500 Goldstücke? Nice. Brauche ich jetzt einen Schlüssel dafür? Nö, nicht einfach. Ja, jetzt kann ich das natürlich nicht heilen. Schade. Ich bin ja bei viel Licht. Jetzt, so. Kommen sie sowieso hin? Jetzt nehme ich mal die Tussi, da kann die das auch machen. Ach, schon wieder Kleptomanie. Oh, diesmal, ach, der hat doch jedes Mal 10 Nahrung. Hier ist ja immer eins, sagt man. Oh Mann. Der snackt sich einmal 10 Nahrung weg. Vier Nahrungseinheiten und 5% Leben. Ist auch wieder nix. Ah, oh, ich habe keine zweite Schaufel dabei. Das musst du jetzt machen. Ah ne, du musst bloß eine Schaufel mitnehmen. Cool. Ich hatte nur eine Schaufel dabei. Warum kann ich jetzt zweimal benutzen? Das verstehe ich nicht. Überrascht. Was bedeutet überrascht? Na, den darf ich nicht. Das ist mal unkritische Heilung hier. Nice. Aber den da darf ich jetzt. Ich muss sogar die beiden da hinten stunnen, ha? An die Gift-Horror, das. Ups. Erstmal den vorne kaputt hauen mit dem. Hilfte Versuchung? Bäh. Oh, 20 Stress. Bolzen? Hör mal auf, alle meinen Shirley anzugreifen, ihr Arschgeigen. Kann die nicht mit dem Friedhof 7 nur? Wir sind jetzt nochmal dran, das finde ich jetzt unfair. So, erstmal den töten. Blendgas, das wollte ich eigentlich. Ja, dass ich ihn gleich dann mit dem Blenden widersetze, ist mir schon irgendwie klar. Eifernde Anklage. Euch beide. Bam. Und ja, jetzt machen wir eine Gruppenheilung. Fühlt sich immer so aua an, wenn die zuschlagen.